Yo, was geht mit ihm, Freunde? Ich bin's, euer Dodo, heute mit einem ganz besonderen Video auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute ein Gaming Room Update X Unboxing Video. Ich hatte ja früher mal eine Reihe, wo ich ganz oft mein Gaming Setup euch gezeigt habe und wir immer mal drum herum gebaut haben. Aber dieses ganze Format ist jetzt schon 3 Jahre her und heute gibt es ein Update und zwar eines der ganz besonderen Art. Und ihr seht schon neben mir ein ganz besonderes Produkt und zwar war ich heute auf der IFA. Wer sie nicht kennt, in Berlin ist eine Ausstellung für alles, was Technik angeht. Und da war ich heute bei einem ganz besonderen Event eingeladen und zwar von der Marke dieses Projektors und zwar Jabra. Und dort haben sie zum Beispiel ihren allerneuesten Beamer vorgestellt und ich war eingeladen und habe als Geschenk dafür, also Hashtag Werbung Leute, klasse, diesen Projektor bekommen, den ich heute in mein Gaming Room einbauen werde. Ich würde sagen, wir reden gar nicht so lange um den heißen Brei und kommen erstmal zu den wichtigen Sachen bezüglich des Beamers und zwar den Specs. Also, das Wichtigste, der Beamer hat 450 ANSI Lumen, das betrifft die Helligkeit und hat 1080p Full HD an Quality. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich hatte noch nie einen Beamer, ich bin wirklich sehr gespannt, wie gut der funktionieren wird. Und das Besondere bei dem Beamer ist, ihr könnt schon sehen, der hat eine sehr handliche Form und dafür ist er halt auch gerade gemacht. Das ist ein Beamer für unterwegs und vor allem hat es eine Batterielaufzeit von 2,5 Stunden. Das heißt, der braucht nicht ans Kabel, 2,5 Stunden kann der einfach so rumstehen, was schon mal sehr, sehr geil ist. Wir machen auf, wir gucken mal, was da so Feines drin ist. Ich habe tatsächlich auch so eine nice Tasche auch noch bekommen. Ihr seht, das ist so eine Sonderedition, die hat hier unten dieses Muster zusammen mit Keith Haring. Da bin ich auch super gespannt, wie das alles von der Quality auch ist. Aber bisher, Jabra ist eine Marke, die wahrscheinlich der ein oder andere noch nie gehört hat. Ist eine sehr neue Marke, ist seit 2019 irgendwie auf dem Markt. Und ich war heute bei dem Event, alles sehr professionell, sehr korrekte Leute. Sie haben auch viel gesagt, dass sie auf Amazon sehr viele Sales haben. Also auch schon eine bekannte Marke auf Amazon sind. Und vielleicht überlegt ja der ein oder andere, sich einen Beamer zu holen. Die haben auch ein neuestes Produkt vorgestellt. Ihr neuestes Produkt ist tatsächlich dieser Beamer, der schon viel mehr aussieht wie ein normaler Stand-Cinema-Beamer. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und mache jetzt das Ding auf jeden Fall endlich auf. Unboxing-Video, ganz klassisch. Und jetzt geht es hier schon direkt ans Eingemachte. Hier sind, denke ich, irgendwelche Kabel drin. Und hier ist das gute Stück. Zack. Das heißt, der Karton ist tatsächlich vollkommen leer. Und übrig bleibt nur noch das wirkliche Produkt, was wir jetzt hier einfach mal rausziehen werden. Und das ist der Beamer, Leute. Ich halte ihn natürlich klassisch, wie man ihn kennt, verkehrt herum. Hier ist die Öffnung. Sehr, sehr fresh. Ich habe ihn jetzt auch gerade das allererste Mal in der Hand. Ist auf jeden Fall von der Größe her, wenn ihr es so mal seht, gar nicht so groß. Hat hier oben diesen nicen Henkel. Hinten haben wir die klassischen Anschlüsse. USB, HDMI, LAN-Anschluss. Ich finde auf jeden Fall das Design sehr, sehr fresh. Und das ist jetzt das Produkt, was ich auf jeden Fall testen werde. Ich bin super gespannt. Ich werde es, denke ich, gleich noch anschmeißen. Und ich denke, wir sehen uns im nächsten Schnitt, wie ich das Ding anbaue, aufbaue. So, Leute, ich stehe jetzt hier vor meinem Streaming-Hintergrund. Die meisten Leute von euch kennen den wahrscheinlich. Hier ist sozusagen mein Streaming-Setup. Und jetzt zeige ich euch mal die andere Seite, sozusagen das, was man im Stream eher nicht sieht. Das wahrscheinlich für euch hier gerade interessant ist, weil es so ein bisschen Room-Tour-Vibe hat. Und zwar das hier, kennt ihr, ist mein Streaming-Setup. Hier auf der anderen Seite ist mein Streaming-Hintergrund und auf der anderen Seite, hier drüben, haben wir meinen zweiten Schreibtisch, wo ich meistens immer so für Uni-Stuff halt mache, wo ich jetzt heute auch dachte, ich mache hier den großen Kameramann. Sage ich euch ehrlich, Kameras habe ich keine Ahnung von, deswegen mache ich das jetzt hier auf schnelle Welle mit dem Handy, ist viel, viel entspannter. Und dann geht es hier rüber, ist noch so ein Sideboard-mäßig, da ist der Beamer drin, hier wird gerade der Ton aufgenommen und das hier ist die andere Seite meines Zimmers, sozusagen die Wohnseite, ein bisschen getrennt durch das Kallax-Regal. Das ist hier Arbeitssetup und dann haben wir hier die Wohnseite. Und ihr seht schon genau, da fehlt irgendwas. Ich hatte mir immer überlegt, einen Fernseher zu holen, aber dann hatte ich irgendwie doch keinen Bock drauf, mir einen Fernseher dahin zu stellen. Deswegen seht ihr jetzt schon da oben drüber die große freie Fläche. Da soll mein Beamer-Bild am Ende hin. Natürlich, die Lampe steht ein bisschen im Weg und die beiden Sachen auch. Sonst stehen hier noch Familienbilder, die habe ich weggenommen. Und sonst stehen auch noch diese beiden Trikots hier. Ich habe nämlich die ein bisschen rahmen lassen. Die waren meine ersten beiden Trikots, die ich jemals besessen habe. Da war ich glaube ich noch 10 oder so. Die als Andenken mir mal einrahmen lassen. Die stehen dann meistens immer hier unten. Aber jetzt soll da genau an dieser Stelle das Beamer-Bild ran. Ist natürlich nicht ganz 100% optimal der Platz, weil das ist, man sieht es glaube ich nicht so geil, ist so eine Raufaser, also so eine nicht so glatt halt.
Und die ist auch so ein bisschen gelblich, deswegen könnte es ein bisschen von der Quali nicht so geil werden. Aber ich habe es auch in der Garage getestet, da kriegt ihr jetzt mal einen kleinen Einspieler. So, meine Freunde, ich habe jetzt das Setup einfach tatsächlich mal in der Garage aufgebaut. Das heißt, hier MacBook, Kabel verbunden mit dem Beamer und das ist auf jeden Fall das Endresultat. Sehr, sehr nices Bild. Ihr seht es leider nicht so nice, weil hier einfach die Handykamera nicht so gute Aufnahmen machen kann, aber es sieht wirklich super scharf aus und es ist einfach wirklich ein geiles Bild hier auf der weißen Wand. Und wie ihr seht, in der Garage bei weißer, glatter Wand auf jeden Fall sehr, sehr viel besser, aber trotzdem nicht schlecht. Ich habe es ja ein bisschen getestet und ich würde sagen, chaotisches Video, aber wir bauen den Beamer mal auf, dann kann ich euch live einfach ein bisschen zeigen, wie das hier alles funktioniert und verbinden das mit meinem MacBook. HDMI-Kabel brauchen wir gleich, Fernbedienung ganz wichtig und tatsächlich bei mir ist der Beamer noch aufgeladen, das heißt 2,5 Stunden Akkulaufzeit hat der ja, deswegen brauche ich jetzt auch gerade kein Netzteil. Hole ich den hier einfach raus, Öffnung nach vorne und dann haben wir hier schon den Beamer perfekt aufgestellt. Der Henkel ist gleichzeitig da, um den so ein bisschen zu neigen, weil ihr seht, so würde der ja gerade irgendwie voll gegen mein Dings kommen. Deswegen muss der auf jeden Fall von der Neigung her ein bisschen weiter nach oben adaptiert werden. Und ihr seht schon, eine Schwierigkeit dabei ist natürlich auch, weil er steht halt nicht gerade, ne? Also er ist so ein bisschen diagonal eher, aber dafür hat er halt so eine automatische Trapezkorrektur oder so heißt das. Und wenn man jetzt die Klappe abnimmt, brauche ich jetzt nur noch zwei Sachen machen. Erstmal muss ich das HDMI-Kabel verbinden mit dem Beamer. Da gibt es hinten einen Anschluss. Die meisten Leute benutzen ja HDMI-Kabel auch zum Beispiel, um eine Konsole zu verbinden. Ich habe auch schon eine PlayStation 3 hier verbunden. Und jetzt verbinde ich das mit meinem MacBook. Mein MacBook hat keinen HDMI-Anschluss, wie so irgendwie eine normale PlayStation oder so, sondern ich brauche hier noch so ein Adapter-Ding. So, und jetzt, alles live vor Ort, drücke ich hier einfach nur auf den An-Knopf und der Atze fängt an zu ackern. Ihr seht schon, die Lampe geht vorne an. Man sieht es schon, das passt hier natürlich von den Proportionen teilweise gar nicht, weil mein Zimmer halt einfach die Fläche hier viel zu klein ist. Aber das kann man alles adaptieren da drin. Da steht schon Java. Das Zeug muss natürlich hier eigentlich alles weg, damit das Bild halt ein bisschen nice ist. Aber fürs Video ist es jetzt erstmal, wenn ich jetzt hier privat drauf zocken würde, würde ich natürlich das alles ein bisschen wegräumen. Ihr seht aber auch schon, das Licht ist ziemlich gut dafür, dass der Raum gerade hell ist, Leute. Ihr müsst euch ja vorstellen, hier ist ja gerade alles an. Beamer benutzt man ja mostly eher, wenn es dunkel ist. So, jetzt habe ich mal das Elgato Keylight ausgeschaltet. Ihr seht, hier ist immer noch super hell, weil ich kriege mein Dachfenster nicht richtig dunkel. Aber trotzdem hat der Beamer eigentlich eine relativ gute Helligkeit. Also man könnte halt jetzt auch chillig noch was gucken da drauf. Natürlich viel zu groß. Ihr seht, das überschneidet sich mit meiner Tür übelst. Deswegen muss ich auf der Fernbedienung einfach nur ein paar Settings changen. So, jetzt seht ihr, jetzt kann ich das Bild hier einfach easy kleiner machen. Und damit wir halt auch jetzt im Ergebnis auch richtig nice unser Bild sehen, geht es hier oben auf HDMI und dann seht ihr schon, er versucht die HDMI-Zugang zu erkennen und da ist mein Kanal. Man sieht es halt leider auf der Cam halt echt nicht so geil, weil mein Handykamera auch echt nicht so geil ist. Ich muss halt Real Talk sagen, dass mit das Beste an dem Beamer halt der Sound ist. Also JBL hat da schon echt gute Arbeit gemacht beim Sound und so sieht das dann ungefähr aus, wenn ich hier so einen Vlog habe. Ja, perfekt, mein Internet. Ja, gut, perfekt. Ich denke, ich werde da auf jeden Fall die ein oder anderen Fußball-Videos drauf gucken. Ne, also wenn man da für den Fußball drauf gucken kann, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil das Licht einfach viel zu hell ist. Aber man kann so auf jeden Fall sehr, sehr entspannt ein paar Videos gucken. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, chaotische Vlog-Style-Unboxing-Gaming-Room-Tour-Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Ist jetzt was ganz Spontanes gewesen. Sehr, sehr geil. Nochmal großes Dank an Java. Checkt auf jeden Fall die Links ab. Sehr, sehr nice. Ich werde dafür auch nicht bezahlt. Ich habe den Beamer geschenkt bekommen, weil ich beim IFA-Event war. Sehr, 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 sehr nice. Der Beamer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Stream oder Video. Bis dann.